Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Heavy Rain. Wir sind immer noch Madison und befinden uns im Krankenhaus oder im Seniorenheim oder sowas in der Art im Zimmer von Anne Shepard, der Mutter von John Shepard. Und vielleicht weiß sie etwas über ihren zweiten Sohn, dessen Namen wir noch nicht kennen. Und genau den gilt es jetzt herauszufinden, denn wenn wir den Namen wissen und von der Familie, in der er gekommen ist, nachdem dieser Unfall stattgefunden hat, dann wissen wir vielleicht den wahren Namen. Schaut mal dort, Origami-Figuren. Dann heißt es doch, der Killer war hier. Machen Sie diese Origami-Figuren? Meine Papiertiere. Stundenlang spielten sie mit ihnen. Ich habe meinen Jungs gezeigt, wie man die macht. Ja, Ihre Jungs, Mrs. Shepard. John und... Wie hieß sein Bruder nochmal? Welcher andere? Ich hatte nur einen Sohn, meinen Johnny. Eben hast du noch keinen Sohn gehabt, du Idiotin. Und wer sind dann sie, wenn du nur einen hattest? Oh, die Frau. Na gut, sie hat Alzheimer, muss geduldig mit dir sein. Was liegt hier? Oh, ein Brief. Und eine... Und Blätter zum Falten. Hier war jemand, der Origami-Figuren gefaltet hat. Gucken, ob Madison das auch hinbekommt. Ich mag Origami. Das ist nicht meine Lieblingsfigur. Okay. Das heißt, ich muss jetzt ehrlich die Lieblingsfigur von dir falten, damit du mit uns sprichst. Was wird ihre Lieblingsfigur wohl sein? Der Kahn ist es nicht. Der Kolibri? Der Hund? Der Hund ist auf jeden Fall... Ich tippe einfach mal auf den Kolibri, auch wenn der Hund oft bei den Figuren war, bei Leichen, oder? Hat er öfter mal den Hund hingestellt, der Killer. Ich versuch's trotzdem mal mit dem Kolibri. Na, gefällt dir der Kolibri besser, du alte Schnepfe? Das ist nicht meine Lieblingsfigur. Leck mich doch am Arsch. Das ist der verkackte Hund doch, oder was? Ach, komm schon. So, der Schwan ist es nicht. Der Kolibri ist es nicht. Dann muss es der Hund sein, komm. Ich habe halt auch genug Blätter da. So ist es ja nicht. So, ist die besser? Die kleinen Hunde falten. Meine Kinder liebten Origami. Ich habe es ihnen gezeigt. John liebte die Hunde. Er nannte sie immer alle Max. Max, Max, Max. Alle mit dem gleichen Namen. Ich konnte ihn nicht davon überzeugen, dass nicht alle gleich heißen können. Er nannte einfach alle Papierhunde Max. Lustig, oder? Ja, das ist zum Schreien komisch. Aber Max ist nicht der Name deines Sohnes, oder? Des zweiten Sohnes. Diese Frau ist vielleicht die Mutter des Origami-Killers. Sie ist auf jeden Fall die Mutter. Ich muss irgendwie ihr Gedächtnis anregen. Es dauert Tage, den Namen der Adoptiveltern ihres Sohnes herauszufinden. Sean Mars wäre bis dahin tot. Ich darf keine Zeit verschwenden. Ich werde hier nicht mehr erfahren. Du darfst jetzt nicht aufgeben, Madison. Du bist kurz davor. Scheint zu funktionieren. Sie erinnert sich. Ich muss ihr noch mehr Dinge zeigen. Noch mehr Dinge als die Figur? Ich darf keine Zeit verschwenden. Ich werde hier nicht mehr erfahren. Was denn jetzt? Du wirst nichts mehr erfahren oder du musst ihr noch mehr zeigen? Hier kann ich jetzt nichts mehr tun, keine neuen Figuren mehr falten. Also der Frosch wird nicht zum Ergebnis, zum Erfolgserlebnis führen. Was hat sie denn hier noch? Die Blumen, genau! Orchideen!
Da sind doch die beiden. Sind das Ihre Kinder, Mrs. Shepherd? John und sein Bruder? Sind Sie das? Sie sind gute Jungs. Ihr Vater hat sich nie um sie gekümmert. Immer war er betrunken. Die beiden hatten es wirklich nicht leicht. Da haben wir nichts. Ich glaube, ich muss dir die Orchideen bringen, die auf dem Flur standen. Nicht, dass ich jetzt... Ich hoffe, dass ich jetzt nochmal reinkommen kann, wenn ich gleich... Wenn ich jetzt gehe. Hier waren doch noch Orchideen. Können wir die nicht klauen? Das wird sie doch bestimmt erinnern. Denn scheinbar sind es... Ihre Lieblingsblumen wahrscheinlich. Deswegen legt der Killer sie immer an den Tatort. Also wenn sie nicht die Mutter des Killers ist, dann weiß ich es auch nicht. Also alle Spuren deuten darauf hin, ihr Sohn muss der Mörder sein. Es gilt jetzt nur noch herauszufinden. Spricht Mrs. Shepherd über ihre Vergangenheit? Sie ist nicht immer ganz klar. Aber sie erinnert sich manchmal an Details. Wenn sie etwas sieht, was sie an früher erinnert, zum Beispiel... Hat sie jemals von ihren Söhnen gesprochen? Söhne? Ja, sie spricht oft von John. Er ist ertrunken. Also ist er wirklich ertrunken in dem Rohr? Ich weiß von keinem anderen. Hat sie nie erwähnt. Der andere ist der Arschlochsohn, oder was? Bekommt sie häufig Besuch? Sie sind seit 10 Jahren die erste hier. Er war nicht da? Manchmal, wenn sie etwas sieht, scheint sich ihr Gedächtnis zu regen. Sie erinnert sich dann. Vielen Dank. Ihr anderer Sohn muss da gewesen sein. Wer sollte sonst die Figuren dahingestellt haben? Oder sind die wirklich von ihr und sie steht zwischendurch auf und faltet es? Pflanzen sie im Hof. Als John starb, legte ich Orchideen auf sein Grab. Ich weinte, als ich es erfuhr. Ich hatte gerade ein Kind verloren. Und jetzt wollten sie mir das andere auch noch wegnehmen. Okay. Die Pflegefamilie, Mrs. Shepherd. Wie hießen die Pflegeeltern, die Johns Bruder adoptierten? Das waren sehr, sehr nette Leute. Ich besuchte sie. Am Anfang besuchte ich meinen kleinen Jungen. Dann wurde ich krank und konnte ihn nicht mehr besuchen. Ich muss gedacht haben, dass ich ihn nicht mehr liebe. Ja, tust du nicht. Du redest von ihm, dass er gar nicht existiert. Glaubte er, ich hätte ihn vergessen. Hast du. Sein Name, Mrs. Shepherd. Wie war sein Name? Aber ich liebte ihn. Wenn Sie wüssten, wie sehr ich ihn vermisst habe. Ich bitte Sie, Anne. Sein Name. Wie war sein Name? Kommen Sie näher. Gott. Will sie uns den Namen etwa flüstern? Oder sie rübst uns ins Ohr? Madison weiß, wer der Killer ist. Und sie scheint ziemlich schockiert zu sein über das, was sie gehört hat. Es muss irgendjemand sein, den sie kennt. Ist es Ethan? Nein, ich glaube nicht, dass es Ethan ist. Wie ist der Name, verdammt? Wie fies ist das denn? Wir sind wieder Ethan. 961 Rainbow Lane, Freitag 18.24 Uhr. Oh Gott, er kann kaum noch laufen. Die letzte Origami-Figur.
Die letzte Prüfung. Das sieht mir so komisch aus. Die letzte Origami-Figur. Die letzte Prüfung. Sag nicht, wir sollen uns töten oder sowas. Das sieht mir so richtig komisch aus hier. Ist das Gift? Kameras auf jeden Fall, jede Menge. Die letzte Prüfung. Die letzte Frage. Sind Sie bereit, Ihr Leben für das Ihres Sohnes zu opfern? Ein tödliches Gift ist in dieser Ampulle. Es tötet Sie in exakt 60 Minuten. Wenn Sie es trinken, erhalten Sie die letzten Buchstaben der Adresse. Sie haben genug Zeit, Ihren Sohn zu retten und sich von ihm zu verabschieden. Dann sterben sie. Sie können das Gift nehmen oder gehen. Oh Mann, Leute, was soll ich tun? Wir wissen die Straße doch schon so gut wie. Werde ich wirklich sterben, wenn ich es nehme? Wir haben 60 Minuten Zeit, das würde reichen. Aber andererseits hätten wir gar nichts dafür. Wir würden nur unseren Sohn retten und dann sterben. Was soll ich tun? Oh, soll ich die Flasche nehmen? Soll ich das Gift trinken? Und die gemeinsame Zukunft verbauen? Dafür haben wir unseren Sohn aber gerettet. Ich weiß nicht, was passiert. Es ist irgendwas mit Roosevelt. 852 Roosevelt. Madison hat doch... weiß, wer der Killer ist. Vielleicht kann sie uns helfen. Soll ich mich wirklich töten? Gibt es vielleicht ein Gegengift? Leute, ich weiß es nicht. Soll ich es tun? Wir haben 852 Roosevelt. Es ist irgendwas mit Roosevelt. Das muss reichen. Nicht, dass ich... Ich würde es natürlich trinken. Oh, Leute, ich weiß es nicht. Leute, ich weiß es nicht. Sean retten und sterben. Himmel. Er verliert seinen Vater, aber wenigstens lebt er. Vielleicht ist es das Richtige. Gift. Wenn ich es trinke, bin ich in einer Stunde tot. Wenn nicht, kriege ich die letzten Buchstaben nicht. Die Kameras, die beobachten mich. Mich töten, um Sean zu retten? Lächerlich. Ich finde sicher einen anderen Weg, um ihn zu retten. Das ist eben die Frage. Er könnte lügen. Vielleicht sterbe ich, sobald ich es getrunken habe. Und niemand rettet Sean. Wenn, dann ist es eher andersrum, dass er... Dass es würde ich sterben, ein Bluff um Sean zu retten? Nichts zu verlieren. Ich bin zu weit gekommen, um aufzuhören. Es muss anders gehen. Ich kann mich nicht töten, um meinen Sohn zu retten. Ich habe keine Wahl. Ich muss es tun, wenn ich meinen Sohn retten will. Ich weiß es nicht. Muss ich es tun, um den Sohn zu retten? Ach, Leute, ich riskiere es. Es muss auch ohne dass Ethan stirbt. Ich finde dich, Sean. Mir fällt etwas ein und dann hole ich dich, mein Sohn. Es muss einen Weg geben, ohne Ethan zu töten. Es muss einen Weg geben. Ich hoffe es. Ich hoffe, dass es einen Weg gibt. Oh, das war auf jeden Fall mit Abstand die schwerste Entscheidung, die ich bis jetzt hier im Spiel fällen musste. Ich komme nicht weiter und die Zeit läuft bald ab. Verdammte Scheißblöde Buchstaben in dieser beschissenen Adresse. Scheiße, das muss doch irgendwie gehen. Habe ich zu wenig Buchstaben gesammelt? Es ist irgendwas mit Roosevelt. 852 Roosevelt. Und es ist ein... Irgendwas tutet. Ein Schiff oder so ein Scheiß. Es muss irgendwo am Hafen sein. Roosevelt und Hafen. Die Buchstaben passen auf mehrere Adressen. Gott, die sind über die ganze Stadt verteilt. Ich habe keine Zeit, alle zu überprüfen. Roosevelt. Theodore Roosevelt. Ja. Aufs Handy habe ich doch schon gehört, oder?
Hört mal genau hin. Das ist ein Schiffshorn. Es könnte auch von der Eisenbahn sein, aber ich glaube, es ist eher ein Schiff. Das heißt, das ist... Ach, komm schon! Du solltest die Karte nehmen. Ah, dann höre ich es halt nochmal. Also es ist auf jeden Fall... Ich meine, es sind sogar Möwen zu hören. Ich bin mir nicht ganz sicher. Der Regen ist so laut. Also ich würde hier sagen... 852 Theodore Roosevelt Road. Ich gehe dahin. Vielleicht habe ich nur Zeit für eine Adresse. Wenn Sean da nicht ist, ist es zu spät. Reine Glückssache. Ja, ich muss es riskieren, Leute. Es ist auf jeden Fall die Adresse, die am nächsten am Wasser ist. Oh, wir sind Norman Jaden. Auch er hatte die Spur mit dem Blue Lagoon Club. Und er hat dem Killer gegenübergestanden. Der hätte die Wahl. Er hätte schon die Möglichkeit gehabt, den Killer zu stellen, aber... Er hat es nicht geschafft. Freitag, 18.30 Uhr. Wir haben nur noch Stunden, um Sean Mars zu retten. Es muss doch irgendwo ein Hinweis sein. Genau hier vor meiner Nase. Das Kind wird sterben und ich drehe mich hier im Kreis. Oh Gott, er rastet aus. Na, haben Sie schon gepackt? Was reden Sie da? Der Fall ist gelöst. Wir wissen, wer es getan hat. Ihre Dienste werden hier nicht länger gebraucht, Norman. Also schnappen Sie Ihre Akten und ab nach Washington. Kann nicht sagen, dass Sie mir fehlen werden. Ach, ihr seid auf der Suche nach dem Falschen. Ist nicht abgeschlossen. Sie haben absolut nichts gegen Mars. Mars ist schuldig. Der Fall ist gelöst. Wie auch immer, das geht Sie nichts mehr an. Sie sind raus. Packen Sie Ihren Kram und verpissen Sie sich. Blake, Sie sind ein vollkommen labiles Psychopathen-Arschloch. Ich sehe es als Kompliment. Aber es ist mir völlig egal, was Sie denken. Ich hab den Origami-Killer. Alle sind glücklich. Ende der Geschichte. Gute Heimreise, Norman. Wow, wir sind vielleicht Ethans einzige Chance. Er kriegt wieder einen Anfall. Nein, du wirst nicht das Zeug nehmen. Nimmt er gerade das Zeug? Der Name des Killers ist hier drin, in diesen Daten. Ich muss ihn finden. Und zwar bevor es zu spät ist. Der scheiß Name des Killers. Die Mutter weiß ihn. Sie sollten auf keinen Fall zu viel nehmen von, Sie wissen schon. Kann gefährlich sein. Äußerst gefährlich. Es bringt Sie um. Ja, ja, weiß ich doch. Das wäre höchst bedauerlich. Ich nehme ja kein Tripto. Ich versuche nur den Killer zu finden. Ach, Leute. Reifenspuren, ja. Das bringt uns alles nichts. Keine Daten für Geoanalyse. Malibu, ja, das haben wir alles schon gecheckt. Orchideen, ja, die gibt's überall. Dort nichts Neues, oder? Symbol der Unschuld. Die Ivy Waffe. War im Aufnahmemodus, als ich mit dem Killer gekämpft habe. Vielleicht ist da noch etwas drauf. Okay. Komm, starten.
Ein vermummter Kerl. Toll, da ist nichts drauf, oder? Das Schwert war schon in Pacos Büro. Hat nichts mit dem Killer zu tun. Nicht wirklich. Aber was soll mir dieses Video jetzt bringen? Ich glaube nicht, dass ich auf dem Video irgendwas sehe. Was ist hier mit der Waffe? Die Waffe, die der Mörder im Blue Lagoon gelassen hat. Vielleicht lässt sich ihre Geschichte zurückverfolgen. Kaliber 45. Wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die Waffe sollte noch bei der Polizei sein. Wer könnte sie rausgeholt haben? Außer ein Cop. Ein Polizist? Ist es Blake? Vielleicht ist es Blake. Zwei Quittungen von derselben Tankstelle. Könnte in der Nähe der Wohnung des Killers sein. Okay, Geoanalyse, mal checken. Der Killer wohnt in diesem Bereich. Okay, das ist auf jeden Fall... 42 Menschen leben dort. Es reicht nicht. Ich muss etwas finden, um den Killer genau zu identifizieren. Keine Fingerabdrücke. Hier, ein Fingerabdruck auf der Origami-Figur vielleicht. Aber die ist schon älter, oder? Na, das ist da oben, dieses Origami-Geschäft. Das bringt uns nichts. Liebe Leute, das soll es gewesen sein für diese Episode. In der nächsten Episode schauen wir, dass wir mit Norman Jaden hier zum Erfolg kommen. Und ich hoffe, dass ich noch ein paar Sachen rausfinde und den Killer eventuell identifizieren kann, sodass auch er auf die richtige Spur kommt. Liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Hier bei Heavy Rain. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Silent.